als ich als Unternehmer das Information bekommen habe, dass man musste den Lockdown machen, war ich voll, genau, ich war voll in meiner Saison. Ich habe angefangen mit 5-Gänge-Menü überraschend. Und ich war voll dabei und da muss ich absagen. In meiner ganzen Hochzeit muss ich absagen. Eigentlich das Kern meines Betriebs für das jährliches Verkauf muss ich dann absagen. Dann hat man ein Gefühl, dass man in einer schlechten Situation ist, ganz oft. Und dann habe ich umgeguckt und gemerkt, dass eigentlich mir ging immer noch gut. Also einer der Erzeuger, der Joel Ziegel von Charles Menge, war in einer viel schwierigeren Situation als ich. Seine Saison hat angefangen mit Erdbeeren. Es ist die Hauptsaison seines Jahres. Er dürfte keine einreisenden Mitarbeiter, also keine einreisenden Mitarbeiter dürfte nach Deutschland kommen von Ausland. Das heißt, er war in riesigen Problemen. Also ich bin dann zu der Landschaft gegangen und ich habe mitgearbeitet. Es war für mich sehr wichtig. Erstens, das Finanzielle hat ein bisschen von meinen fixen Kosten bedeckt, dass ich noch überleben könnte als Unternehmer. Zweitens, eigentlich eine egoistische Entscheidung lag an mir, dass ich wollte dieser Zeit erschaffen, eine nähere Beziehung meines Produktes zu haben. Also ab in Feld, 12 Stunden und mitmachen. Das Wichtige ist, eine Beziehung mit dem Erzeuger zu haben. Das heißt, dass ich koche nur, was es wächst. Von Textur, Nutrient, es ist alles sinnvoll für das Gesamte. CO2, Footprints, alles hier regional. Von dort gehe ich in meine Küche, produziere ich alles selbst und dann von dort erkläre ich meinen Kunden, das ist quasi der Aim der Kunde in der ganzen Kette, wie es läuft. Und dieses Lernen, es ist sehr wichtig, dass man kriegt ein bisschen Beziehung, woher das ganze Zutaten herkommen. Und auch ein Verständnis für Lebensmittel, das was es ist. Also wir sollen auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit haben für unsere Lebensmittel. Die Urbanisierung hat uns nicht geholfen. Das heißt, man ist in der Stadt, man hat gar keine Beziehung für das Produkt. Man hat heutzutage eine Beziehung zu dem Paket, zu der Werbung, zu dem Marketing, zu dem Logo. Eine Transparenz auch von den Erzeugern muss ein bisschen mehr dastehen. Es sollte normal sein, dass man geht zu den Hofladen in den Bauernhof und dort seine Gemüse einkauft. Und von dort man geht zu dem Metzger und kauft sein Fleisch, und von dort man geht zu der Mühle und kauft sein Mehl. Es ist schon eine Lebenseinstellung, aber wenn man das wechseln könnte, das heißt, es ist nicht eine Stunde alles einpacken, es ist schon eine halbe Tag, wo eigentlich für mich eine Bauernhof ist Teil des Gesellschaft und das Gesellschaft ist Teil des Bauernhofes, eigentlich zusammen und nicht separiert. Ich versuche es zu machen durch mein Kochen. Das heißt, wenn ein Kunde mich bucht, man kommt mit einer automatischen Erwartung. Und diese Erwartung erfülle ich nicht. Also es ist ein bisschen unangenehm, aber ich erkläre es gleich von Anfang an. Also was man will, es ist irrelevant. Was ich kochen möchte, ist irrelevant. Was relevant ist, ist, was es gibt. Also ich drehe das alles rum, ich frage das Erzeuger, was haben wir da? Und von dort wird was Wunderbares produziert. Das heißt, ich erwarte schon viel Vertrauen meiner Kunden. Interessant, dass 99% der Menschen versteht das.